Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Mafia 3. Ja, jetzt sind wir gleich wieder an der Stelle, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich mal hin und tun mal den Allerdings müssen wir uns verstecken. Na, obwohl, die werden. Das wäre auf jeden Fall. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. War doch leichter als gedacht. So. Hä? Aber wie muss ich jetzt da hinfahren? Steige ich an den Truck. Irgendwie geht es nicht. Oh. Ich habe keine Ahnung. So Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es endlich mal rausgekriegt habe, wie ich diesen scheiß LKW hier parke. Bis gleich. So Leute, jetzt hat es endlich geklappt. Schwarzhandel, du hast den Transportauftrag für deinen Unterboss abgeschlossen. Kümmere dich nun weiter um Marcano und seine Geschäfte oder erledige erst weitere Transportaufträge, um die Geschäftseinnahmen deiner Unterbosse zu erhöhen. Wenn du deine Unterbosse mit Transportaufträgen hilfst, ihre Geschäfte zu erweitern, erhöhst du damit auch ihre Loyalität dir gegenüber. Außerdem können sie dann auch ihr Netz von Verbündeten erweitern, um dir einen höheren Kickback auszuzahlen. Rede mit Alma, dies de Octubre. Kehre zu Alma zurück. Okay, sehr gut. Bei dem anderen Lieferpunkt hat es irgendwie nicht funktioniert, den LKW dort abzuliefern. Keine Ahnung warum. Und hier hat es jetzt funktioniert. Ist ja letztendlich auch egal, wo man den LKW abliefert. Es gab ja zwei Stützpunkte. Ja, von dem her ist es nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir wieder zu Alma zurück. Sie hat eventuell wieder einen neuen Auftrag für uns. Mal schauen. Und dann hoffen wir, dass wir in der Folge noch ein bisschen Action haben. So, 650 Meter. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal ein Auto. Das geht schneller, anstatt die ganze Strecke zu laufen. So, sehr gut. Ups.
So, ich glaube, wir laufen ein bisschen falsch. Aber das tun wir gleich wieder regeln. Jawohl. Die Herausforderung bei dem Versuch, bedeutende Veränderungen zu bewirken, besteht darin, dass wir genau So. Wo ist die liebe Alma? Da oben hockt sie irgendwo. Genau. Scheiß Leben lang. Das ist ein Brief von meiner Großmutter. Schreibt mir, um meiner Mutter zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei hat sie damals zugeschaut, wie sie sie verschleppt haben im 4. Oktober. Alter. Lass. Schon okay. Scheiß drauf. Hast du was für mich? Ich hätte noch einen Truck bereitstehen, falls deine Jungs ihn abholen wollen. Ehrlich? Marcanos Leute sind beschissene Weichheier. Also, keine Probleme? Meinerseits nicht. Gut. Es dürfte also kein Thema sein, weiter Trucks reinzubringen. Klar, Alma. Ich guck mal, was ich machen kann. Cool. Hab letzte Nacht so einen Typen gevögelt. Dann fing er an, mir irgendeinen Mist vorzujammern. Hab ihm nur halb zugehört. Aber als er von diesem Lager anfing, auf das ich ein Auge geworfen habe, bin ich hellhörig geworden. Die haben gerade neue Ware bekommen. Die will ich haben. Und wenn du einen ihrer Trucks siehst, bring ihn her. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Vito ist sein Leben lang nur verarscht worden. Du tust ihm das jetzt nicht auch noch an, oder? Nö. Nee. Hab ich eigentlich nicht vor. Hier oben müsste das sein. Beziehungsweise, nee, hier. Okay, Elektrogeräte sind da drin. Was gibt's jetzt hier noch? Rede mit Vater James. Oh. Ich wollte eigentlich zoomen. Okay. Naja, so viel gibt es ja hier unten nicht. Der Auftrag ist auch fertig. Wo gibt es jetzt hier noch diese Trucks? Gucken wir mal. Gehen wir mal kurz raus. Das Tor-Ding nehmen wir immer gern mit. So. Dann schauen wir uns jetzt hier noch mal kurz um. Gut, der Auftrag ist weg. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes den Auftrag da oben. Rede mit Vater James. Und dann mal schauen. Ist auch immer so weit weg, die einzelnen Positionen. Das ist. Finde ich nicht so toll. Muss man mal ewig fahren. Ja, Vater James. Mal gucken, was der zu berichten hat. Wahrscheinlich auch nichts Gutes. Naja, ist ja schnell. So, nach 500 Meter. Dann haben wir's.
Die Kirche da vorne, okay. Warum ist da vorne wieder ein roter Punkt? Ach so, das ist alles klar. Das ist so ein Geldtransporter, den man überfallen kann, aber man muss es nicht unbedingt. So. Ich kann kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich's durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist... Da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten, weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst... Dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab dir das nie gewünscht, Lenker. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Hab ich doch. Oh, Moralprediger, du Lecko mio. Für die paar Worte musste ich jetzt da hinfahren, oder was? So, würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Rede mit Burke. Cool, mal mehr Auto. Jawohl. Ja, das mag ja sein, dass er früher der liebe, nette Junge von nebenan war. Aber nach dem, was mit ihm passiert ist, ist es natürlich klar, dass man sich ändert. Ich meine, er wurde beinahe getötet. Seine ganze Familie wurde ausgelöscht. Er war im Krieg, in Vietnam. Das verändert natürlich einen. Nicht wenig. So, da gehen wir mal zum Berg. Was hoch ist mit der Hintertür? Vorschlagen. Ja, ja. Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Dennis Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nämlich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar.
sofort, wenn es brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Fabian Ehrer, du musst Berg überzeugen, dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite, vollführe waghalsige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es dir ist. Ja, kein Problem. Und keine falsche Bewegung. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? So, schwarzer Bastard ist nicht besser als Kacke an meinem Stiefelabsatz. Ich zeig dir schon, was ich drauf hab, du Sackgesicht. So, schon genug? Oder willst du noch mehr? Leg mal eine Pause ein, bevor die Bullen scharf auf uns werden. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Kein Problem. Komm mal bei mir vorbei. Wir haben was zu bereden. Ah, auf einmal, lieber Leute. Ja, so schnell geht's. Ist doch nicht mehr das Weichei von nebenan. So, dann gucken wir mal. Ach. So, sehr gut. Triff dich mit Berg. So, da würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge, den lieben Berg besuchen. Nachdem wir ja überzeugen konnten, dass wir doch nicht so ein Weichei sind und unsere Sache auch durchziehen, wenn wir irgendwas bekommen und nicht wegrennen, wenn es dann brenzlig wird. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.